Herr Kollege Becker, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Liebig von der Fraktion Die Linke? Bitte. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich verstehe, dass Fragen an die neue griechische Koalition gerichtet werden, weil das ja keine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe da keine Fragen. Ja, Sie haben dazu hier eine klare Haltung formuliert, die allerdings nicht auf den Blick in die eigene Vergangenheit basiert. Weil es war ja die PASOK, also ihre sozialdemokratischen Partner, die im griechischen Kabinett im Jahr 2012 mit der Partei Laos zusammen regiert haben, einer rechtspopulistischen, zum Teil sogar ultrarechten Partei. Das heißt, diese Diskussionen, die wir hier führen müssen, die wir auch führen, die sollten Sie jetzt nicht vom hohen Ross herunterführen, sondern sollten tatsächlich auch Ihre eigene Geschichte in Griechenland anschauen. Da gäbe es eine ganze Menge zu sagen. Aber diesen Aspekt wollte ich hier wenigstens hinzugefügt haben. Herr Kollege Liebig, erwarten Sie eine Antwort? Dann bleiben Sie bitte stehen. So, bitte schön. Also, Herr Liebig, ich habe Folgendes getan. Der Herr Schlecht hat hier versucht, an unsere Werte zu erinnern. Und ein Grundwert der Sozialdemokratie ist, dass wir Rechtspopulisten in unserer Geschichte in diesem Land immer eine Absage erteilt haben. Und meine Frage war nur noch, was haben Sie unternommen? Haben Sie mit Ihren griechischen Brüdern und Schwestern mal gesprochen und gesagt, Leute, das ist ein Problem? Die Aussage, die Herr Ernst gemacht hat, war nur, sonst hätte es Neuwahlen geben müssen. Ich finde, das ist ein relativ schwaches Argument. Ich will jetzt